So, wir kommen jetzt hier bei mir im Haus. Ihr seht schon, unsere Solarbewegungsmelder gehen schon an. Ich muss heute aber ein bisschen mit meinem Strom ein bisschen geizen, dann kann ich auch nicht ganz so viel machen. Kann man gleich noch nebenbei erklären. Bisschen so Spoiler. Bestellt nicht bei Manu Manu. Kennt vielleicht manche dieses Unternehmen. Manche mögen mit zufrieden sein, wir waren auch mit zufrieden. Jetzt, wo wir Probleme haben oder. Ja, wir haben sie immer noch, aber wir lassen es jetzt eben, wir sagen jetzt drauf, scheißegal, weil das macht einfach keinen Spaß. Wenn ihr Probleme habt mit Manu Manu, technische Probleme, vergesst es. So einen bescheidenen Support habe ich persönlich noch nie erlebt. Auch mein Elektroniker, den ich vor Ort habe, sagt auch, es gibt es ja wohl gar nicht, ne? Kurz mal, bevor ich euch zeige, was ich meine. Damit ihr auch wisst, was ich meine bei Manu Manu wegen Support jetzt. Wir haben ja auf unser Dach eine Solaranlage montiert. Ne? Der ganze Strom kommt hier vorne in unsere Wechselrichter rein. Oder in, ist es in Wete? Wer ist das Ding jetzt hier genau? Warte mal, in Wete? Nein, der Wechselrichter ist das. Kommt hier oben Wechselrichter rein. Man sieht, es kommt Solarstrom rein. Der Akku ist gerade ein bisschen runter, weil ich habe über Nacht alles angelassen. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Sonne. Deswegen lädt es auch nicht gut, obwohl es auch gut laden müsste. Aber im Moment ist es so, wie es ist. Also, Akku lädt mit 15, 16 Watt ungefähr mit der Sonne, die wir gerade draußen haben. Die ist noch nicht ganz drauf. Und wir haben kein Problem mit dem Gerät. Wir haben kein Problem mit unserem Wechselrichter. Wir haben kein Problem mit unseren verbauten Akkus hier unten drinne, sondern wir haben ein Problem mit unseren Solarzellen obendrauf. Die Solarzellen sollen, dafür sage ich, normalerweise wäre es kein Problem, die Solarzellen, vier Stück an der Zahl, sollen theoretisch gesehen pro Zelle 120 Watt erzeugen. Das heißt, wir haben theoretisch oben eine Stromproduktion bei Idealbedingungen von über 500 Watt. Ne? Ihr könnt gerne hochrechnen, so 4, 6, 8, ne? Wie viel Watt wir oben haben würden. 130 Watt sogar, weiß ich gar nicht. 120 oder 130 Watt zu einer Zelle bringen. Vier Stück sind oben montiert. Das heißt, wir haben oben eigentlich eine starke Wattzahl. Es liegt aber irgendwo ein Defekt vor. Es liegt irgendwo ein Defekt vor oder ein Problem. Und da kommt gleich der Support von meinem Mann in Frage, dass wir von Arte, wenn wir Glück haben, mal so mit Höchstlast bei 100 irgendwas Watt Leistung nur Ladeleistung haben. Wir erhalten nicht die Wattzahl, die oben drauf ist. Haben wir natürlich Manu Manu angeschrieben. Ich wollte was ganz anderes zeigen. Sorry, ich muss kurz mal nebenbei loshalten. Haben wir Manu Manu bei angeschrieben und vielleicht machen wir da auch separat Firma draus für Manu Manu. Kauft nicht bei Manu Manu. Haben Manu Manu wieder angeschrieben, gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben nicht die Wattzahl. Unser alter Inverter, den wir dran hatten, der ist nämlich durchgeschmort. Das ist ja unser alter Inverter, der war zuerst dran gewesen. Der, man hört da auch, da ist was drin, der ist durchgeschmort, der ist kaputt. Ja? Davor, als die Solarzellen dran waren und der Inverter drin war, der normalerweise dafür ausgelegt ist, von der Stärke her auch, ne, da muss man sagen, extra bei Manu Manu extra informiert, pass auf, das haben wir auf dem Dach drauf, welchen Inverter brauchen wir, wurde uns der vorgeschlagen, haben wir den genommen. Hat doch alles funktioniert, bis auf einmal der Inverter durchgeschmort ist. Aus welchem Grund auch immer, hat dicht gemacht. Und seitdem erhalten wir auch keine Leistung mehr von oben. Deswegen haben wir jetzt einen stärkeren Inverter besorgt. Sogar einen mit MPPT-Ladefunktion. Quasi der kitzelt doch ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen raus. Sonst hätten wir vielleicht noch weniger Leistung. Und zumindest trotzdem erhalten wir nicht mehr die Power von oben, wie sie sein müsste. Bei Solarzellen-Einzelmessung kriegen wir zwar Watt runter, aber keinen Ladestrom. Ne? Keine Wolke runter, wie es denn heißt, Ladestrom. Ich muss mal Elektroniker dabei fragen. Und das haben wir manuell als mitgeteilt. Pass auf, wir haben angeschrieben, manuell, wir haben oben vier Zellen. Von keiner Zelle kommt irgendwie, ach, Ampere bei Ladestrom, ne? Ampere. Wir haben von keiner Zelle Ampere laufen. Von keiner einzelnen Zelle. Wir haben alle vier angemessen, kein Ampere, kein Ladestrom da. Ausrede von meiner Mann, ja, hier ist der Elektroniker, der ruft sie mal an. Und da hat der Elektroniker angerufen und hat gefragt, haben Sie das und das schon getestet? Also, der hat mit meinem Elektroniker geredet, haben Sie das und das schon getestet? Wo gesagt, ja, haben wir gemacht, ja, machen Sie mal so und so und dann melden Sie sich wieder. Haben wir so und so gemacht, mitbekommen, nö, nicht die Leistung, die kommen sollte immer noch nicht. Ja? Und dann versuchst du beispielsweise den Elektroniker von meinem Mann zurückzurufen, kannst du gar nicht. Diese Nummer ist von Art eine tote Nummer. Du rufst sie an, du hast zwar ein Freizeichen, aber geht keiner ran. Das heißt, du musst dann wieder bildtechnisch per E-Mail
Ja, also Bilder machen, per E-Mail hinschicken und sagen, bitte rückruf Elektroniker. Dann ruft er wieder zurück, gibt wieder 200 Tipps und so geht das Ganze hin und her. Du hast keinen direkten Draht zum Elektroniker hin, sondern du musst jedes Mal dann wieder gucken, das wollte Elektroniker haben, du änderst das auf seinen Wünschen hin, ja, musst dann wieder die Bilder hinschicken, damit die auch nachvollziehen können. Und da kommt das Ironische dabei, damit die es nachvollziehen können, ja, sagst bitte Elektroniker wieder anrufen. Und letzte Kontakt mit Manu Manu war so gewesen, bevor wir gesagt haben, jetzt ist es scheißegal. Kauft niemals bei Manu Manu. Kauft lieber, also wenn ihr was kaufen wollt, kauft immer direkt beim Händler. Manu Manu kann man sagen, oder ist so wie Amazon, die haben verschiedene Händler bei sich gelistet, ja, und versuchen selber den Support zu betreiben, anstatt einen Direktkontakt mit den Händlern anzubieten. Nein, die versuchen den Support zu machen und das geht halt nicht. Ne? Man müsste schon Direktkontakt zu den Händlern haben, da wäre der Support viel, viel einfacher. Könnte man die Themen viel einfacher ausklamüsern. Aber das wäre vielleicht zu einfach für meine Meinung. Also, beim letzten Versuch sollten wir alle vier Zellen in Reihe schalten und dann gucken, was runterkommt. Und ich habe zu meinen Kollegen gesagt, du pass auf. Wir haben jetzt aktuell ein bisschen Ladestrom haben wir da. Zum Laden der Batterien reicht das. Wenn wir jetzt aber alle vier zusammenschalten, wir wissen ja von da oben oder irgendwoher gab es ja einen Defekt. Was ist nun, wenn jetzt der Defekt durch Zusammenschaltung wieder auftritt und mir durch mein neuer wieder kaputt geht? Wer bezahlt mir die Kosten in dem Moment? Haben wir meine Mann auch so gefragt, ja? Das machen wir nicht. Die Probleme sind bekannt. Wir haben euch Bilder geschickt. Wir haben mit den Elektriker telefoniert. Es ist halt definitiv ein Fehler in der Anlage drinne. Haben wir extra meine Mann hingeschrieben. Was schrieb meine Mann zu uns? Wir haben leider keinen direkten Kontakt zum Elektroniker. Das heißt, wir wissen nicht, was der Elektroniker mit ihm besprochen hat. Wo ich mir wieder denke, Freunde, ihr vermittelt uns einen Elektroniker, der vielleicht von meinem Mann sogar selber ist. Aber der Elektroniker gibt selber zum Kundenservice keinen Support zurück. Das heißt, wir kommunizieren mit den Elektroniker und müssen diese komplette Kommunikation theoretisch auch mit Mann und Mann den Support noch ausführen, damit die auf den aktuellsten Stand sind. Wo wir gesagt haben, sag mal, wollt ihr uns verarschen? Letzte Serviceangebot von Mann und Mann war gewesen, wir sollten alle Zellen abmontieren, hinschicken zu Mann und Mann. Und die wollten dann selber vor Ort testen, bei sich. Nun, Freunde, wer schon mal eine Solarzelle hatte, der weiß, wie groß die Viecher sind. Und jeder weiß, so geht es mir zumindest persönlich, so große Kartons bewahrst du nicht auf, die schmeißt du weg. Das heißt, wie, auch wenn ich die Zelle oben abmontieren würde, wie soll ich die wieder hinschicken zu Manu Manu? Mit der Garantie, dass sie auch heil ankommen. Wenn ich schon kein Originalpaket mehr da habe. Habe ich Manu Manu auch hingeschrieben. Da wäre es doch viel einfacher. Ihr schickt uns neue Zellen zu. Vier neue. Wäre kein Problem. Schickt uns vier neue Zellen zu. Wir demontieren die vier. Nehmen das Originalverpackungsmaterial und schicken die vier zurück. Da könnt ihr trotzdem testen, wenn ihr wollt. Nein, machen wir nicht, weil wir nicht von einem Defekt alle vier Zellen ausgehen. Oder ein anderes Service, den hätte man machen können, von meiner Meinung. Passen Sie mal auf, Herr Lorenz. Wir beauftragen einen Elektroniker vor Ort, der guckt sich das Ganze ganz genau an und dann entscheiden wir. Wäre auch eine Option gewesen. Also, meine Meinung macht alles über Ferndiagnostik. Man muss wirklich schon den Leuten, ich will nicht sagen, den Arsch kriechen, aber man muss die Leute schon fast anbrüllen. Sag mal, wie doof seid ihr eigentlich? Ja? Damit die ein bisschen mehr Service anbieten, der aber auch aus meiner Sicht deswegen zurückschicken. Ein Solarzelle zurückschicken geht nicht so einfach. Wie gesagt, die Verpackungsmaterialien habe ich selber nicht vor Ort, du vier Stück, um dir noch heil hinzuschicken, so meine Meinung. Und dann quasi auf Null Stromproduktion zurückzufahren, weil ich habe hier keinen Stromanschluss. Hat meine geschrieben, ich habe hier keinen Stromanschluss. Also wenn ich alle Zellen abbaue, dann ist der Garten quasi tot. Naja, egal. Wie gesagt, schaut mal im Play Store rein, zum Beispiel bei Google, wo man die App von meiner Meinung runterladen kann. Da sind diverse Bewertungen schon drin, die alle sagen: Uff.
Also Manu, entweder gehen die demnächst pleite oder die haben viel aufzuarbeiten auf jeden Fall. Ich mache darüber nochmal ein separates Video mal. Also ich packe die Datei, die ich jetzt hier gemacht habe, nochmal separat in Manu Beschwerdevideo. Ich meine, wie doof muss man sein. Ne? Und der Höhepunkt auch noch, abgesehen von den Solarzellen, hat sich die Firma mit den defekten Inverter beim ersten Mal gar nicht gemeldet. Ich musste selber nochmal nachhaken bei Manu, weil die hatten da bei sich Feiertag gehabt, wo die Firma sitzt. Dann hat sich die Firma gemeldet und die Firma schrieb wohl, das ist wohl denn ein Defekt her, der von den Solarzellen ausgeht. Und dann wollte der dieselben Informationen nochmal haben, die wir quasi Manu schon zur Verfügung gestellt haben. Und gesagt habe, müssen wir jetzt hier allen Firmen einzeln, obwohl Manu den Service übernehmen sollte, müssen wir jetzt allen Firmen einzeln aufgliedern, was wir schon selber getestet haben, gemacht haben und so weiter und so fort. Ich glaube, das Motto bei Manu ist nicht günstig, irgendwelche Elektrosachen zu bekommen, sondern das Motto bei Manu ist, sich bei richtigen Supportanfragen stur zu stellen, bis der Verbraucher sagt, so wie wir jetzt auch, vergesst es, Freunde. Vergesst es, auch wenn es alles mittlerweile irgendwo ein Fehler ist, auch wenn es teilweise kaputt ist. Wir behalten es jetzt und dann ist Sache gut. Wir werden auf jeden Fall nochmal neue Solarzellen bestellen, nicht bei Manu, auch nicht in diesem Jahr, die kosten ja auch ein bisschen Geld. Und diesmal direkt bei der Firma, wo wir sie schon her haben, weil, wie gesagt, unsere Empfehlung, Manu, auf jeden Fall, Freunde. Hier, mehr als nur ein Daumen runter. Ich habe leider nur eine Hand frei. Zwei Daumen runter oder wenn noch mehr Leute hier wären, hier Daumen runter, Alarm. Ja, Manu ist wirklich der schlechteste Laden. In Sachen Preis gibt es im Baumarkt zum selben Preis die Artikel teilweise. Es ist auch nicht wirklich günstiger. Lieferzeit bei unseren, was ist der Inverter oder war es die zweiten Solarzellen? Lange Lieferzeit. Echt lange Lieferzeit. Laut Online-Shop verfügbar, bestellst du und wartest fast 2, 3 Wochen auf einen Artikel, obwohl er verfügbar ist. Ja? Also, Preis, nicht wirklich den Daumen hoch, sondern Preis gibt es im Baumarkt denselben, nicht wirklich günstiger. Lieferzeit stimmt leider auch nicht immer. Und spätestens beim Support ist es vorbei. Der Support von Manu ist wirklich im Moment unsere Erfahrung her. Ich bin nicht alleine, meine Trüne genauso, der genauso einen Kopf schüttelt. Der Support ist wirklich sehr stark ausbaufähig. Wenn ihr selber schon Erfahrung mit Manu habt, gerne mal in den Kommentaren schreiben. Das ist meine Meinung dazu.